Zoomtastisch! Da! So viel zum Gucken. Viel zu viel. Zu viel cooles Zeug. Seht doch da. Da sind Ballons. Ballons? Wo? Wo? Hm? Ballons! Ein blau und ein grün und ein mit rosa Punkten drauf. Luke, nur ein Ballon pro Bike. Es soll doch jeder einen bekommen. Das ist Code 101. Lieber für alle ein, statt für niemanden kein. Ich darf nur einen aussuchen? Oh. Fahrt doch schon mal ohne mich weiter. Das wird hier noch eine Weile dauern. Was denn jetzt passiert? Code 1010. Es gibt einen riesigen Bike-Stau in der Stadt. Es sind wohl alle auf dem Weg hierher zum Fest. Ja, aber jetzt habe ich ein Problem. Ich muss doch hier sein und besser beim Ballonverkauf helfen und auf das Fest aufpassen. Wir könnten doch aushelfen. Die Festpolizeigehilfen stehen ab sofort bereit. Nun, versprecht ihr darauf zu achten, dass alle die Festregeln befolgen? Ja, Wachtmeister Blinker! Nun denn, Kennings, ihr seid offiziell angestellt. Luke, DJ, ihr helft besser dabei, auf den Ballons dann aufzupassen. Oh, und ich passe auch auf Luke auf. Vielen Dank. Scudio, Ricky, ihr seid auf Patrouille. Achtet immer auf die Regeln und sorgt dafür, dass sich alle dran halten. Ich lade die Regeln sofort auf mein Tablet runter. Denkt daran, wenn sich alle ordentlich an die Regeln halten, dann haben auch alle viel Spaß. Und das ist das Wichtigste überhaupt, ne? Keine Sorge, Wachtmeister Blinker. Wir schaffen das. Alles klar, ihr Hilfspolizisten. Ihr passt auf, bis ich zurück bin. Los, Hilfspolizisten? Ja, aber Patrouille, los! Hey, ich war aber zuerst hier! Ja. Ja. Hey, hey, hier ist Hilfspolizist Ricky! Hör zu, es gibt eine Regel für das Problem. Ich glaube vielleicht, richtig? Ja, Code 61. Alle stellen sich vor dem Karussell hintereinander in einer Reihe an. Habt ihr das gehört? Alle hintereinander anstellen! Hallo? Zum Glück haben die Hilfspolizisten Hilfspolizisten. Eine Reihe bilden. Super gemacht! Kann ich einen vierten versuchen? Noch einen vierten? Ich will endlich einen ersten. Ich bin dran. Nicht streiten, Leute. Die Festpolizisten werden das klären. Das Fest muss immer festlich sein, nicht Scudio? In den Festplatzregeln steht geschrieben, dass jeder immer nur einmal an der Reihe ist. Ja, aber du kannst die Regeln doch ein bisschen ändern. Für deinen Lieblingscousin. Richtig, Kumpel. Weißt du, Cousin, Kumpel, ich würde ja gern, aber, Regeln sind nun mal Regeln. Deshalb heißen sie auch so. Ach, voll langweilig. Ich hoffe, dass wir nicht zu streng sind. Und ich hoffe, dass es am Imbissstand auch frittierte Gurken gibt. Komm mit! Ein Bike, ein Ballon. Nur ein. Ich würde Ihnen gern mehr geben, aber das ist die Regel. Sie müssen sich entscheiden. Wie Luke. Grün! Nein! Gelb! Lieber lila! Ich glaube nicht, dass er überhaupt irgendwann mal einen aussucht. Süßes und Snacks! Hallo Ricky, hallo Scutio. Tut? Was kann ich dir Leckeres geben? Drei Karamellbonbons, bitte. Oh, und außerdem ganz viel Kaugummi. Ah, und ein Kirschhoff möchte ich auch. Und ich nehme eine frittierte Gurke und einen Hotdog. Nein, Ricky, wir haben ein kleines Problem. Guck dir diese Regel an. Jeder nur einen Snack? Oh. Aber ich will unbedingt Kaugummi und Saft. Das ist
dürfen das ganze Fest. Aber das ist doch nicht meine Schuld. Das sind die Regeln. Und Regeln sind voll doof. Man wartet hintereinander. Nur eine Runde für jeden. Ist nicht so viele Snacks. Was kommt noch? Nur ein Ballon pro Bike? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hab's echt versucht. Wir wollen ein fröhliches Fest. Und deine Regeln machen alles langweilig. Wachtmeister Blinker sagte, das Allerwichtigste ist, dass alle auf dem Fest Spaß haben. Und bedeutet das, dass ich mehr als einen Ballon kriege? Das sind doch nur Ballons, oder? Was kann einer mehr schon schaden? Ich denke nicht, dass was Schlimmes passiert. Freunde des Festes, als eure Festhilfspolizisten, sagen wir, ihr kriegt mehr als einen Ballon, wenn ihr das wollt. Vielleicht noch mehr als einen. Und kriegen wir auch mehr als einen Snack? Und können wir vielleicht weiterwerfen, bis wir einen Rekord brechen? Dürft ihr! Ich finde, die einzige Regel lautet, wir haben alle Spaß! Ja! Hey, es ist gar nicht so schwer, Hilfspolizist zu sein. Alle freuen sich jetzt. Ja, schlag ein! Es gibt keine Snacks mehr. Wir haben einen Code-Rot-Snack-Notfall. Ich wollte nie glauben, dass man wirklich zu viele Karamellbonbons essen kann. Aber es ist so. Es ist so. Ich konnte nicht mal eins davon kosten. Vielleicht hat die Ein-Snack für jeden Regel doch einen Sinn. Ohne die Regeln spielen hier wirklich alle komplett verrückt. Kommt doch, Leute! Jede Farbe! Ich muss mich nicht entscheiden! Nein, Lu, du musst lachen! Alles prima! Pflanzen ist voll einfach! Lupi, Booster! Hol dich gleich runter! Aber wie? Das ist es! Wir lassen einfach die Ballons platzen, einen nach dem anderen. Also gut, Leute, sammeln wir los und lasst die Ballons platzen. Einen Ballon gegeben. Das ist nicht nur mehr als einer. Das ist mehr als nur mehr als einer. Das habe ich doch gesagt. Keine Sorge. Hilfspolizist Ricky kommt zur Rettung. Tauschen. Spoiler raus. Zuversicht. Bin bereit. Zielen und Rettungshaken los!
Dass die Regeln einen Sinn haben. Nein? Vielleicht sieht das Bündel Ballons nach ungefährlichem Spaß aus. Aber ohne Regeln kann man schon mal abheben. Hey, du Unter!